Hallo, heute stelle ich euch Maulkörbe vor und warum sie gar nicht so schlecht sind, wie viele immer sagen. Zu Beginn lesen Sie sich dieses Infoblatt bitte einmal gründlich durch. Falls Sie mehr Zeit brauchen, können Sie auch kurz pausieren. Jetzt sehen Sie in einem Vorher-Nachher-Vergleich, was ein Maulkorb so bringen kann. Komm! Alter! Hör auf! Waldi! Guck dir da dann! Komm! Hör auf! Hör auf! Alter, das ist doch... Waldi! Ruhig! Die sind nicht runtergefallen, er frisst. Prima. Ich persönlich empfehle Maulkörbe von Schick und Scharf. Zu guter Letzt kommen nochmal Waldi und Frauchen zu Wort. So, Hallöchen. Ich bin Tina und das ist meine kleine Fellnase Waldi. Wir sind jetzt schon seit fast einem Jahr im Training bei Alina. Und das Allerwichtigste, was wir gelernt haben, der Maulkorb. Was ganz, ganz Wichtiges. Dazu gehört natürlich auch das Maulkorb-Training. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass man den Maulkorb nicht einfach nur aufsetzt, sondern dass man dem Hund was Positives verknüpft. Und das Ganze zeigen wir jetzt einmal, ne? Dann gehen wir das Ganze immer schön durchs Körbchen. Und schon ist er fast drin. Für mehr Infos besuchen Sie www.kampfschmuserin-alina.de.